So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute in diesem Video werden wir mal das Stanley Parable spielen. Nicht ganz, es ist die Demo von dem Spiel. Und es tut mir jetzt schon mal leid, wenn ihr jetzt vielleicht seht, dass der Bildschirm nicht der sein sollte, der eigentlich sein sollte, liegt es einfach daran, ich habe jetzt schon erstmal versucht, überhaupt das Spiel wegen Audio und so hinzubekommen und die Audio klappt. Das Ding, das werdet ihr auch wahrscheinlich merken, es fehlt ein großer Teil von dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass das hier die Demo ist. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Und es wäre einfach sehr schade, wenn ich das Spiel vielleicht doch dann später spiele und das dann auch so ist, dann wäre das ganze Let's Play damit ruiniert. Genau, dieses Spiel oder die Demo dazu habt diesmal nicht ich ausgesucht, sondern ihr. Und zwar habe ich bei Instagram eine Umfrage gemacht. Ey, das Spiel habe ich schon länger mal im Blick, soll ich das mal spielen? Und ihr habt wirklich mit 100% dafür gestimmt. Und sowas finde ich einfach schön und einfach geil. Entscheidung ist jetzt mal, ob ich das Spiel spielen soll oder ob ich mir erstmal die Demo holen soll und ihr dann halt guckt, okay, sieht schon ziemlich geil aus, könntest du das bitte als Let's Play machen? Dann einfach jetzt mal abstimmen, weil ich würde es schon gerne spielen. Ihr entscheidet. Und ja, ich würde auch mal sagen, wir fangen direkt an zu spielen mit der Demo. Die Demo soll auch nur 20 bis 30 Minuten lang sein. Wir werden sehen. Let's go. Oh, loading. Ich will nicht, dass es lädt. Okay. Mal sehen. Also wie schon gesagt, ich hab's auf Fullscreen. Wenn es bei euch geteilt ist, tut es mir sehr leid. Wie schon gesagt, ich kann nichts dafür. OBS. Ich habe jetzt 1000 Mal OBS neu gestartet. Wow. Aber daran lag es wahrscheinlich nicht. The Stanley Parable. Demonstration. Ja. Kann ich? Oh! Ach du meine Güte! Ach du meine Güte, okay. Alles klar. Sieht schon mal sehr interessant aus. Warum? Seht ihr das? Ich slide irgendwie so. Warte, ich lasse jetzt mal los. Ich slide noch ein bisschen so nach vorne. Das ist interessant. Okay, kann ich meine Mausempfindlichkeit? Ich habe schon ein paar Sachen umgestellt. Zum Beispiel das mit dem Fullscreen. Aber der hat das irgendwie nicht gemacht. Keyboard, Maus. So, return to. Okay, jetzt ist es besser. Okay. Stanley Parable Demonstration. This way, okay. Alles klar. Also es sieht schon sehr interessant aus. Die Grafik. Ja, wie darf ich das jetzt beschreiben? Das Spiel ist, glaube ich, 2013 rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber die... Es hat schon irgendwas Interessantes. So ein kleines bisschen verpixelt. Vielleicht liegt es auch jetzt an der Grafik. Was weiß ich. Okay. Alter, ich slide immer noch. Bah. Ist das schlimm, Alter. Ich muss das nochmal umstellen. So, Keyboard, Maus. Natürlich brauche ich ein bisschen Empfindlichkeit, ne? Sonst geht's ja gar nicht. So, jetzt geht's. Okay, was kann ich... Okay, nein, kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Okay. What? Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 28. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you, and have a pleasant demonstration. Okay. Darf ich jetzt wirklich da nur rein, wenn ich aufgerufen werde? Das wäre sehr lustig. Was steht da? Nix, okay. Auch nix. Okay, wo ist denn der Demonstration Room? Da! Natürlich geht die Tür zu. Okay. Waiting Room. Oh, das ist meine Nummer. Ja, ich sehe es schon. Hier liegt Kaffee rum. Okay, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel... Oh. Hätte ich schon reingehen müssen?
Wenn ja, dann bin ich jetzt ein bisschen zu spät, okay? Ich will mich hier umschauen. Das kann ich aber nicht. Okay. Kann ich jetzt rein oder... Darf ich? Ich darf. Hört ihr das? Also ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe mir den Trailer damals angeschaut. Der Trailer war sehr interessant. Oh Gott. Style. Die Frage ist, wie die Demo hier wird. Weil eine Demo soll ja immer dafür verleitet werden, einen kleinen Einblick in das Spiel zu geben. Okay. Oh, hallo, hallo, hallo. Welcome to the Stanley Parable live demonstration. Danke. It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. Ja. Tease. Just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? The looming uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment? Just for 20 minutes or so. Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Oh, I get it. You're too anxious. You can barely hold still. Well, tell you what. I think we should walk off that nervous energy before getting the demo underway. What? Here, why don't I take you on a little tour of the facility and show you how we make a demonstration for a game like the Stanley Parable. Okay, dass ich das jetzt nochmal kurz übersetze. Der Typ wollte, dass wir... Also er hat uns erstmal begrüßt zu der Demo und will uns einen kleinen Einblick jetzt geben. Er meinte aber jetzt, wir sollten vielleicht jetzt erstmal kurz stillhalten. Und ich wusste nicht, ob das insgesamt gilt, ob ich insgesamt stillhalten sollte oder mich bewegen darf, also hier so umschauen darf. Dann meinte er, ja, dann kannst du dich wohl doch nicht ruhig entspannen und dann gebe ich dir jetzt so eine kleine Einführung in alles. Oh Gott. This is where I and the other proctors have been working meticulously to construct a demo that explains clearly and concisely exactly what the Stanley Parable is. How it plays and why you should spend real world money on the main game. Okay, hier sind irgendwelche Türen. Video game demonstrations are tricky and without the proper technology you run the risk of the player having no idea what to expect in the full version. Ja. Okay, was steht da? The Stanley Parable Demo Constructions. Was? Constructions? Fancy. Okay, ich sehe schon, hier gibt's verschiedene Türen. Und er meinte jetzt auch, die Demo soll halt dafür sein, um dem Spieler, sagen wir mal, so einen Eindruck zu geben, was ihm in der vollen Version erwartet. Wer ist jetzt hier? Demo Admin 10. Sehr interessant. Ich kann in keine Tür rein. Demo Admin 9. Okay. Es ist... Nein, es ist nicht meine Zeit. Okay, 10 Uhr passt, aber es ist ein bisschen später. Alles klar. Okay, da ist eine Tür, die ist tatsächlich rot. Die anderen Türen sind grün. Mal gucken, was wir hier erwarten können. Also hier runter können wir noch nicht. Vielleicht kommen wir dahin? Wäre schwierig. Kann ich lesen, was da steht? Also da steht Final Quit, wenn ich das richtig gelesen habe. Da steht... Naja, ich kann es nicht richtig lesen. Das ist zu grell. Ah, here is one such technology. These buttons are meant to convey the meaning of choice and the impact of the decisions you make. Oh. After all, choices carry tremendous meaning and consequence. Didn't you know that? Go ahead. Why don't you try picking one of these buttons to press and we'll see what your choice says about you. Okay, das ist schon wieder was, das erinnert mich so ein bisschen an Little Miss Fortune oder an andere Spiele. Okay, er meinte jetzt... Diese Knöpfe sind dafür da, was auszulösen und das wird dann wieder entweder eine gute oder eine schlechte Konsequenz haben. Es wird definitiv eine Konsequenz machen. Und er wollte jetzt, dass wir einen von den ganzen hier drücken, um zu sehen, wie wir ticken. Und ich weiß nicht, da oben komme ich ja definitiv nicht hin. Das heißt, einer von denen hier. Och, das ist, ich mache jetzt den. How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? You see, our choices really do illuminate the very intangible nature of our minds and souls. Pervert.
Okay, er meinte jetzt, dass... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Prozent auch diesen Knopf nehmen. Er hätte das wahrscheinlich bei jedem gesagt. Okay, what else can I show you then? This place is the buffalo of game design. Nothing is wasted. Buttons and choices. Ah, cool. Ist das jetzt wirklich nur ausgelegt für die Demo? Well, technology. Final choice, okay. Emotion both. Was ist hier unten? Kann ich hier rein? Was ist das denn? Isolation? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann ist das jetzt wirklich nur ausgelegt. Ich dachte, jetzt hätten wir ein bisschen Story, aber anscheinend nicht. Also da waren wir. Buttons and choices. Was ist hier? Complaints. Demo Statue. Ich gehe erstmal hier rein. Oh Gott. One of the most important parts of administering any demonstration is pumping up your ego and appealing to insecurities about your sense of self-worth. Okay. That's why we use this room to develop cheap compliments to shower on the player during the demo. Go ahead and press that button to see some of the superficial flattery we've been cooking up. Okay. My heavens, I've never met someone who can consume as much uranium in a single sitting as you can. Just look at you go. Of all the people I know who are playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, your performance is easily in the top 5,000. Top 4,700 even. I won't go as far as 4,600. Okay. Der Typ ist ein bisschen merkwürdig. Hmm, let's see. Oh, this is embarrassing. I really can't think of anything else to say. No. You've really exhausted my list of compliments. Goodness, that was fast. Either you or this department has a lot of room for improvement. Okay then, what's next? Okay, also er meinte jetzt zum Schluss, er hat irgendwas vorher gelabert. Das eine war... Genau die Leute, die dieselbe Demo gespielt haben, die jetzt genau in diesem selben Moment hier standen, die in demselben Moment diesen Knopf gedrückt haben, kamen irgendwie in die Top 100 oder so. Und jetzt meinte er, das tut mir jetzt sehr leid, das ist sehr peinlich, aber ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, dann finde... Oh, was? Demo is progress, okay. Da oben können wir nicht hin, da waren wir... Diese große Tür wird wahrscheinlich dann das Ende sein. Deswegen gehen wir mal hier ein. Demo Statue. This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Dieses Warnungsschild gibt mir sehr das Gefühl, dass ich in Gefahr bin. Hier steht keine Gefahr. Nichts in diesem Raum wird dich töten. Kann ich da hin und... Are you that eager for the demo to start? Don't worry, we're almost there. Okay, ich habe auf das Ding gedrückt und dann meinte er, willst du die Demo starten? Keine Sorge, du spielst doch schon die Demo, okay. Also das war hier der Raum. Hat sich da irgendwas verändert? Nee, da ist der... Okay. Also sehr interessant schon mal, weil ich habe den Trailer gesehen... Und dachte halt schon wirklich, okay, wir kriegen ein bisschen Story Art. Kann ich nicht machen. Was ich auch schon bemerkt habe, wenn ich irgendwo draufklicke, dann klingt das, als ob ich auf Tastaturen tippen würde. Es ist sehr schön gemacht. Functionality Manager. Oh, hier war ich noch nicht. Wall Technology. No, I think you'll find this exciting. We've actually developed a wall that you can walk through. Go ahead, give it a shot. What? Okay, der Typ meinte jetzt ernsthaft, wir haben eine Mauer designt, durch die wir durch können. Haha, lustig. Das ist sehr lustig. Na, dann mach ich's doch mal. Oh, guess it's still in development. Right, okay, moving along. Das ist, ich finde das irgendwie sehr sympathisch, dass er, das ist wie so eine Museumstour irgendwie mit so einem Typen, der überhaupt keinen Plan von irgendwas hat. Kann ich hier durch? Nö. Aber er meinte jetzt, es scheint, dass das noch in Bearbeitung ist und deswegen sollten wir weitergehen. How's the anticipation? Still feeling it? Ja, sehr interessant. Ich bewerte sie mit 10 Sternen. Was ist das?
Now, here's what we use to convey story. These booths convert text from a story into raw emotion. Go ahead, step into one of them and feel the sheer power of narrative exposition. What? Okay, hier sind sehr viele andere. Was ist denn hier erleuchtet? Happiness? Conquer? Okay, hier ist keins mehr erleuchtet. Sorry, was ist denn hier alles? Embarrassment? Oder Confusion? Was haben wir hier? Discovery oder Despair? Ach komm, ich geh ins Grüne. Where did these cliffs go? These crags that we stood upon, they shielded us from our own ignorance, spoke coddling words and wrapped our vulnerabilities in a woolen cloth that so many times I tried to set aflame. If I knew these comforts now, would their fibers be any more sensitive to the heat of my touch? Perhaps it was the cold I desired most of Green? All. That empress Why? To whom Near my death? Flesh What? Was always invisible. Playing a demo. Emotions. A hammock for the bones, waiting to be touched. Sadness. And to be known. Okay. Alter, ich habe mich jetzt total erschrocken, weil ich nicht... Okay, wir können beides auswählen. Sehr interessant. Vielleicht ist es dann im Spiel so, dann dürfen wir nur eins auswählen. It was though and within the shame he carried that ocean breeze did drift. The fierceness of the tides, the inevitable collapse of their kingdoms, washed ashore, bereft of shame, martyrs devoid of a cause, ripping Was? And tearing Los. At the eternal seams. A vessel without a captain, Genius. Carrying itself like plastic Obama. In the wind, hinting at a purpose that was truer in some distant Was. Memory, if only it Was could decipher twice. Through time's veneer whose memory it wanted to be. Okay. Die kann ich nicht rein, oder? Nee, nur die beiden. Alles klar. Hier habe ich doch hinten noch was gesehen. Angst. Okay. Sehr interessant. Oh, you went in both booths? Oh, how vulnerable of you. If at any point during the demo you need to cry, just let me know and we can take a minute. Okay. Was notice? Important rules for probably demonstrating. Get right to gameplay, yeah? Give a brief summary of the game, pilot rather will explain. Hint at the first boss, but don't give away. Welcher Boss? Gibt es jetzt einen Bossfight? Was? Okay. Make all cutscenes skippable. Demo should last, except play should not be kept. Okay. So, da ich ja jetzt schon alle Türen durch habe. Denke ich mal. Was ist das für eine? Out of order. Okay. Keine Scheiße. Es gibt da zwei Türen auf jeder Seite. Wir waren ja jetzt schon in jedem Raum. Sagst du nochmal, wenn ich hier reingehe? No, no. We've already seen this room. If it saves you the trouble of pushing another button, I can assure you that you're still a pervert. Okay, er sagt halt schon, dass wir hier drin waren. Interessant. Auch dasselbe hier? Nee. Also wie schon gesagt, wir haben jetzt alles durch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Spiel gleich rausspringt, wenn ich hier... Oh. Was ist das denn hier? Here is where there is nothing. In the main game, however, there are many more places where there is nothing. If you've enjoyed this experience of a finite amount of content, then the Stanley Parable may be just the game for you. Okay, das war jetzt sehr interessant. Er meinte jetzt, okay, er hat jetzt gesagt, dass hier halt nichts ist. Aber in dem vollen Spiel wird es so sein, dass wir vielleicht einige Ecken entdecken, die uns als Spieler vielleicht beeindrucken und was uns dann dazu bringt, das Spiel zu spielen. Sehr interessant. Darauf kommen wir jetzt ja nicht mehr. Okay, das war eine schöne Einführung. Jetzt ist aber die Frage, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt schon mal verabschieden soll, weil ich habe das manchmal bei Spielen, dann ist es so, die schließen sich dann gleich selber und dann komme ich bei Steam. Und deswegen sage ich jetzt schon mal
dann verabschiede ich mich jetzt erstmal schon mal im Voraus, weil ich jetzt auch nicht weiß, ob ich nochmal ins Menü komme. Auf jeden Fall, wenn euch schon mal dieses Video gefallen hat, dann lasst schon mal einen Daumen da, abonniert meinen zweiten Kanal hier, abonniert meinen Hauptkanal. Zum Schluss ist ein Video verlinkt, auf Instagram heiße ich DamaRap. Okay, let's go. Oh, was? Okay. Exit. Sowas ist cool. Das ist zu geil. Was do you like the Stanley Parable? Oh, geil! Können wir da jetzt noch so eine Einschätzung? Ah, now this room is perhaps the most important you'll encounter in the demo. This is where we determine whether or not the demo has been effective. Whether it's conveyed the wit and soul of the Stanley... No! What are you doing? You can't make that decision yet. You haven't played the demo. We've put so much work into this demonstration. Wouldn't it be a shame if you rushed right into making a purchasing decision without savoring it first? Let this one simmer. You'll have plenty of time to decide later. Geht's noch? Alter, ich habe mich jetzt schon wieder erschrocken. Wie macht das Spiel das? Okay. Da, do you like the Stanley Parable? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und er hat auch direkt dann... Er wollte eigentlich das Hauptzeug sagen und dann meinte er aber... Okay, was... Das, was er gesagt hat, war halt, in diesem Raum werden... wird halt entschieden, ob du das Spiel magst oder nicht. Und er meinte halt, nein, jetzt doch noch nicht. Du sollst jetzt noch keine Entscheidung treffen, es wird später kommen. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das Spiel als Horrorspiel gilt oder... Ist jetzt hier irgendwas? Nee. Ob das Spiel als Horrorspiel gilt? Weil ich habe nur bei Steam gelesen, es ist ein Experience Game. Exit. Jetzt weiß ich nicht, stimmt das jetzt? Oh Gott, ich habe so Angst jetzt. Nicht Angst, aber Alter, jetzt wurde ich schon zweimal erschrocken. Und dabei dachte ich, das Spiel ist gut. Okay, dann wollen wir doch mal. And there you have it. Everything you need to know about how video game demos are made. Was bin ich hier? Das ist okay. Warum ist das hier alles so schön abgeräumt? However, it's still important that we address safety concerns. Please closely observe the following possible negative side effects of playing the Stanley Parable. If you agree to be held 100% responsible for any and all injury or long-term damage, mental, physical or otherwise, that may occur while playing the demo, please do not press the large red glowing disagree button at this time. Nothing? No objections? You're quite sure about that? Oh, well, all right then. In the event that you do experience one or all of the previously listed symptoms, let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated. Please step into the dance perimeter. Was? Please step in the dance perimeter. Dann tanze ich dann? Okay, das ist jetzt interessant. Er hat uns auf jeden Fall schon mal, jetzt gesagt, okay, das war jetzt, sagen wir mal, nicht das Ende, aber er hat uns, sagen wir mal, die Schwerpunkte genannt, die wir brauchen, um das Spiel zu spielen. Also halt dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel wirklich Horror sein will, aber das Spiel hat halt irgendwas, ich weiß es nicht mehr so genau. Okay, Dancing Parameter, okay, soll ich da drauf? Okay, ich mach's. Please perform a dance. Ich habe immer Angst, dass irgendwas hinter mir ist. Your dance has been recorded. In the event that you feel confused or disoriented by anything you see inside the demo, perform that dance and I will terminate the demo immediately. Right. All preparations have been made. It is time at last. Are you prepared for the Stanley Parable? Okay, das war jetzt sehr lustig. Okay, ich glaube, das ist jetzt das Ende. Oh Gott, das war... Okay, das war jetzt lustig. Und das war jetzt sehr interessant, ob ich, wenn ich genau dasselbe jetzt mache, wieder mit der Maus, ob der dann wirklich das Spiel runterlässt. Okay, das war interessant jetzt. Okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich das Ende. Oh, ich sehe es schon. Ich glaube, das ist jetzt das Ende, oder?
Oh, wait, what? What are we doing Welcome here? Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 29. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you, and have a pleasant demonstration. Also ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt hier abgeht. Okay, I'm lost. Let's just get back to the green room and start the demo again. I must have done something wrong the first time. Echt jetzt? Geht das? Und jetzt warte ich wirklich mal, bis ich aufgerufen werde. Ah, nee, komm. Okay, you know that no one is checking numbers, right? You can just go. You could do it right now, literally right this second. I don't know how no one ever figures this out. Okay, here we go. The Stanley Parable Demo Take 2. Finding the demo, learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. What? Das war jetzt okay. Was? The Stanley Parable. Okay, dann war es doch noch nicht das Ende. Alter. Schon irgendwie interessant. Oh, wait, what's this? Das weiß ich doch nicht. Das musst du doch wissen als Spielansager. Eight. Eight. Wait, 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 wait. This is all wrong. This isn't the Stanley Parable. This is a game where you press a button and it says eight. Not only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number 8, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Why is it here instead of the demo for the Stanley Parable? Where did the demo go? There was an actual demo here before. Something has gone wrong. It's all gone horribly wrong. We need to get you out of here before you start forming impressions of the Stanley Parable based on whatever the hell this 8 game is. We need to get up. We need to start over. You mustn't stay here another minute. Out, out, out. Go, go, go. Okay, schließ die Tür. Okay, das war jetzt lustig. Imagine if this had been the demo. What would you have been thinking? You'd have left with no idea what the Stanley Parable is about. None whatsoever. Darf ich jetzt nochmal kurz reden? Okay, das war jetzt geil. Wie schon gesagt, wir sind da in diesem Raum und da war halt nur dieser Knopf mit der 8 und es hat halt immer die 8 angesagt. Und er meinte jetzt, also diese Ansage meinte halt jetzt, halt, was ist denn mit der Stanley Parable Demo gewesen, passiert? Das soll nicht so sein. Das soll überhaupt gar nicht so sein. Es sollte eine Demo sein, wo ich nicht verblöde oder so. Und jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich habe immer Angst, dass irgendwas hinter mir ist. Wieso auch immer. Okay. Kann ich jetzt ganz wieder zurück? Kann ich? Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 30. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you and have a pleasant demonstration. Und das meinte er vorhin auch. Er hat halt das erwähnt, so okay. Du warst hier halt schon mal. Now, now, no time for exploration. We've got business to attend to. Okay, ich muss wieder ganz zurück. Exit. Okay, now, let's take a minute to get something straight here. When you sit down to play this demo, you are assuming an amount of responsibility for its outcome. Now, I can't say for certain whether you caused us to encounter the 8 game rather than the Stanley Parable, but I think it's a pretty safe assumption that you had something to do with it. At this time, please take a minute to think about all of the mistakes you've made in playing this demonstration, as well as your lack of respect for demo taking in general. Think... Was? Think about mistakes. Was? Keep going. Deep, real deep. Was? Okay. Okay, wrap it out. Wonderful. I can really feel the introspection on my end. Now that we're all on the same page again, I feel ready to attempt the demonstration once more. In this third attempt, we shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable. Let the demonstration begin. Okay, das war jetzt lustig. Solche Musik bräuchte ich für meine Videos. Okay. Oh Gott. Okay. Er meinte jetzt, ich sollte über meine Fehler nachdenken, die ich gemacht habe, während oder was ich hätte nicht machen müssen in der Demo. Das war jetzt lustig. Die Musik, Alter. Okay.
Machen wir das doch mal. Es ist komplett dark. Es ist komplett schwarz. What? No, it can't be over yet. You didn't see anything. Everything that was supposed to demonstrate why the Stanley Parable is a quality experience worth your time and money. It was here somewhere, I'm sure of it. Oh, no. We have to get out of here. We have to find something for you to do. Anything. The demo cannot end like this. Hurry, this way. Alter, wie weit denn noch? Ich meine, das wäre jetzt ein guter Abschluss gewesen, aber... Oh mein Gott, was ist das denn? Storage. Okay, yes. This is new. This is different. Surely there must be a game somewhere in here. Okay. Oh, how about this cup? Yes. Go pick up the cup. Ich bin da einfach straight hingegangen, hallo? So. Alright, now put it, in the bin. Was ist das denn? Okay, dann weiß ich schon mal, ich kann Sachen so nehmen. Kann ich? So. Nee, fast. You did it! You won! Yay! You know what you get for winning? An achievement. Wow, the Stanley Parable just keeps getting better and better. In fact, let me take a little survey of your experience. Based on what you've played so far, would you purchase the Stanley Parable? Was? I don't get it. What the... You responded. What a clear and straightforward demonstration of the merits of the Stanley Parable. I am convinced of the quality of the full game. Incredible. You really do get it. You understand. Oh, I was so worried. I just wanted you to know what I see in the Stanley Parable. What I think makes it, well, special. It's so very difficult to put into words. Oh, we're all beyond that now, aren't we? Come along. Let's get to the end and the final choice. Das war jetzt sehr interessant. Wird das jetzt auch so eine diepe Scheiße wie... Okay, der Typ wollte jetzt von uns eine Einschätzung. Ich konnte nicht alles lesen. Und er hat da einfach automatisch irgendwas gewählt. Was ist hier? Oh, ending, what? Ending, where are you? Where are you? Was? This is a Cree. Schöner Boden. Raum voller. Was ist, wenn ich da drauf drücke? Auf den Disagree-Button. Passiert da was? Ich gehe einfach mal hier lang. Is this it? Yes, the end. Oh! Now, this is where we want the demo to be over. And I think it's time for you to log your final decision as to whether or not the Stanley Parable is any good. Ah! Please consider very carefully before answering. Much is at stake. Steht da, danger. Gravity in effect, was? Gravitation, willst du mich verarschen? Okay, dann scheint... Oh mein Gott, das Spiel überrascht mich. Wirklich, wenn das jetzt noch in dem... Wenn das jetzt das richtige Game... Okay, darf ich wirklich schon? Okay, ich darf. Okay, ich würde... Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt... Wenn ich jetzt diesen Disagree-Button drücke, ob ich da straight rausgeworfen wäre oder was ist jetzt... Okay, ich muss wirklich dazu sagen, die Demo war jetzt wirklich geil. Wenn die das auch wirklich so gemacht haben wie in dem Spiel, dann ist die Demo... ein richtig geiler Start für das Spiel. Okay. Do you like the Stanley Parable? Ich mochte es tatsächlich. Hallo? Is it working? Are you sure? You sure you pressed the button? What? No, we finished the demo. Did it start again? Hello? Is anyone there? They already finished. They said they liked it. I need someone to stop the demo. Hello? We need to go back. We need to get out of here. What? Wie lang geht die Demo noch? Was ist da lang? Oh mein Gott, der Raum ist total... What? The F, Alter. Was ist hier abgegangen? Oh no, what's going on? Where is everyone? Okay, over to the left. Down this way. Da! Oh mein Gott, wir dürfen in die Installationsdings rein. Okay. What? Oh, nice and quiet. Finally. Well, I suppose we can both agree that I failed, haven't I? My job was to be a teacher,
And I so badly wanted to teach you exactly what the Stanley Parable is supposed to be. Ach nein. But somehow I couldn't. Well, at any rate, I don't know if I care for the Stanley Parable anymore. Do you think any of this is actually in the main game? Honestly, I doubt it. What would that even look like? No, I think I've had enough of it. No more doors, no more demonstrations, no more endings. What's the other problem with this game? There's too many bloody endings. I'm sick of them. How can one game end so many times? It doesn't make sense. Oh, but back at the beginning of the demonstration, now, that was lovely. No concerns about where it was all going. No confusion. Just a blank slate. Yes, that's what I want. A game of beginnings. Hey, do you remember just a few minutes ago when we met for the first time? Yeah. And I showed you the technology used to make the demo. What? Because I thought there actually was a demo. Oh, we were so naive back then. How little we knew of the world. Was passiert hier? And then when we ended up back in the waiting room, even though you'd already done that before? Yes. It's all so fresh in my memory. They were such wonderful moments. Oh, and then when we played the game with the cup and you won. And then we kept wandering and we ended up in a stairwell somewhere. And we just kept climbing and climbing, flight after flight after flight. I thought they would never end. And then we were on some kind of catwalk. What? I didn't have any idea what was down there. Was passiert? Darf ich, kann ich sprinten? And we just kept going and we found that elevator and it said escape on it. We talked about it for a while, about how we couldn't possibly know whether this was really an escape, but that it seemed worth a try, and at the very least it would be an adventure. So we got inside and we rode the elevator. Was passiert hier? Hallo? Sense that the end was coming. Das macht mir jetzt Angst. We couldn't possibly know when, and then after so long it finally stopped, and we stepped out into the lush outdoors, the trees, the wildlife. The sun rising on a new and glorious path. Freedom. We were free. There was nothing to think, nothing to know. Was? Simply us being right there in that moment. Wasn't it so beautiful? Das kann ich nicht mehr Wasn't sagen. That moment okay. so singularly? Ich kann das nicht sagen, weil das jetzt gerade sehr verwirrend ist. We were free. What? Stanley... What? Okay, das war jetzt eigentlich der richtige Teil von dem Spiel. Out now, okay? Krass. Arrival on Steam, Das war jetzt wirklich... Der Schluss hat mich sehr jetzt überrascht. Der Typ hat einfach mal davon gesprochen, wie schön es doch war. Okay, wir kommen doch wieder hier hin. Wie schön es doch war, wie wir mit ihm am Anfang waren und dass es nie geendet ist. Dass es immer wieder der Anfang war, immer und immer wieder. Und das war auch damals bei dem Trailer so. Es gab immer wieder einen Anfang und man konnte nie richtig ausbrechen. Und okay, das war... Wow, das war jetzt sehr interessant. Ja, also ich muss wirklich jetzt sagen, das war wirklich jetzt sehr interessant. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das einschätzen soll. Es war wirklich... Ich wusste wirklich an manchen Stellen nicht, okay, wo endet das jetzt? Es ging jetzt wirklich sehr lange. Okay, dann hoffe ich hier... Also, jetzt verabschiede ich mich wirklich, weil das scheint jetzt wirklich das Ende zu sein. Ich hoffe sehr, dass euch das Spiel gefallen hat, die Demo von dem Spiel. Wie schon gesagt, es tut mir nochmal sehr leid wegen dem Monitor. Ja, und solltet ihr wollen, dass ich das Spiel spiele, ich habe euch mal jetzt so oben im i eine Abstimmung, eine Umfrage reingepackt, ob ich das spielen soll. Ich werde das auch nochmal bei Instagram machen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Vielleicht bei The Stanley Parable, vielleicht auch in einem anderen Game. Vielleicht auch wieder in einem anderen Video. Wir sehen uns auf jeden Fall, Leute. Bis dahin. Ciao.